So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung von JFD Brokers Live Trading TV. Heute kann man die Sendung relativ kurz halten, denn die Märkte sind relativ volatil, aber haben sich nicht vom Fleck wegbewegt im Amiland. So, dann kommen wir eben kurz zum DAX, zu dem Setup, was heute ja sehr erfreulich lief. Auch der Einstieg war dann nahezu perfekt. Hier habe ich, um wie viel Uhr war es denn? Oh, kurz vor 12 Uhr habe ich hier dieses Setup präsentiert. Ja, aktuell steht der DAX eben bei 10.210 Punkten und hier konnte man eben knapp hier unten an dieser Marke war eben der Trendkanal schon getestet worden. Lief im Handelsverlauf, über den Tagesverlauf leicht seitwärts und dazu habe ich mich entschlossen, hier einzusteigen. Den Stopp habe ich, entweder war der genannt hier an diesem Gap, natürlich wäre auch möglich nur der Tagestiefskurs gewesen, aber ich habe eben 100 Punkte weiter unten gewählt und anschließend dann ja, gegen 14 Uhr den ersten Verkauf dann getätigt bei 80 Punkten plus und der zweite dann, zwar war das nicht am Hochpunkt, aber das sehen wir gleich hier im Stundenchart. Also der Einstieg erfolgte hier unten. Der erste Verkauf war hier an diesem, der jetzt hier nicht eingezeichnet worden ist, der horizontale Widerstand und der zweite war dann hier oben bei 10.320 Punkten, was kurzzeitig ein Hoch darstellte, aber im Endeffekt war dann das richtige Tageshoch bei 10.343 Punkten. Also im Stundenchart hat sich jetzt der Index in den Rainbow hineingearbeitet, aber konnte sich noch nicht entscheidend absetzen. Eben auf Tagesbasis war hier die Trendkanalunterkante angelaufen. Da folgte er den Einstieg und konnte die Wolke-Unterkante zurückerobern. Auch hier kann man jetzt noch nicht Näheres sagen, wohin der Index laufen könnte. Im Wochenchart sollte der Index über 10.380 Punkten wieder schließen. Dann wäre hier diese Marke, diese Unterstützung bestätigt worden. Deshalb werde ich erst morgen wieder ein neues Setup im DAX präsentieren. Kommen wir kurz eben noch auf die anderen Setups. Gold lief ja zwischenzeitlich nicht schlecht, konnte sich wieder hier bei 10.080 vorkämpfen. Ja, aktuell ist hier im Stundenchart an der Rainbow-Oberkante. Und hier erwarte ich weiter steigende Kurse. Palladium hat es hier leider erwischt. War auch sehr spekulativ hier das Szenario. Der Einstieg war um ja, 45 und hier kleiner Verlust. Bei Apple habe ich ja nochmal eine größere Analyse und schon gestern eben das Setup präsentiert. Hier wäre ein Anstieg, direkter Anstieg möglich. Als ich es genauer noch beobachtet habe, habe ich es auch noch am Nachmittag geschrieben, dass hier noch ein Tief folgen könnte, aber nur ein kleineres Tief. Deshalb der Kurs, der Stopp auf Schlusskursbasis bei knapp unter 101 Euro. Also hier ist jetzt die bullische Kerze eigentlich direkt gekontert worden und ja, man muss abwarten. Eventuell ja, rutscht die Aktie durch, aber ich setze hier weiterhin, dass dieses Unterstützungsband hält. Spannend wird sein, wie sich morgen, also in der Nacht, beziehungsweise in der Nacht, der Hang Seng sich entwickelt, ob er sich hier über der Unterstützung halten kann. Genauso wie der Nikkei-Index, der hier an einem wichtigen Level gerade steht.
Und das werden wir erst morgen wieder erfahren. Ich melde mich dann morgen etwas später. Aber sollte ich es noch rechtzeitig vor 9 Uhr schaffen, werde ich natürlich einen Kommentar im Chat abgeben. Danke fürs Zuhören und bis morgen.